Hallo und herzlich willkommen auf Geräder.de. Wir schauen uns nun die Aufgaben an zu den Geraden. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Geraden gegeben, nämlich f von x, g von x und h von x und wollen die nun in Koordinatensystem einzeichnen. Nun, ob da jetzt f von x oder y steht, ist übrigens egal. Ja, das heißt hier genauso y gleich 2x minus 1 und hier heißt es auch y gleich minus 2x plus 2 und so weiter. Okay, schauen wir uns das erste an. Wir haben hier 2x minus 1. Das wissen wir, dass das vor dem x steht. Diese 2, das ist unsere Steigung m. Und das, was da hinten steht, die minus 1, das ist unser y-Achsenabschnitt b. Nun, damit können wir anfangen. Der y-Achsenabschnitt ist bei minus 1. Das heißt, die y-Achse wird gerade an dem Wert minus 1 unten geschnitten. Das heißt, hier können wir ansetzen für unsere Gerade. Die Steigung m, 2, das heißt, es geht Aufstieg durch Fortschritt, 2 ist der Aufstieg, 2 kann man abschreiben als 2 geteilt durch 1, also geht es 2 nach oben und 1 nach rechts. 2 nach oben wäre hier oben und dann 1 nach rechts, hätten wir also diesen Punkt hier. Ja, also Steigung 2, ich gehe 1 nach rechts und 2 nach oben oder 2 nach oben und 1 nach rechts, wie rum ist egal. Okay, und jetzt haben wir zwei Punkte und wir wissen ja, mit zwei Punkten können wir eine Gerade bestimmen. Die können wir jetzt hier einzeichnen. Und dann hinschreiben, f von x gleich 2x minus 1. Nächstes Beispiel. Wir haben hier die Gerade minus 2x plus 2. Das heißt, unsere Steigung m ist minus 2 und unser y-Achsenabschnitt ist gerade plus 2. Das heißt, wir schauen, die Funktion geht durch die y-Achse an den Punkt 2, das heißt, wir sind hier bei 0 und 2. Und jetzt müssen wir schauen, die Steigung m ist minus 2. Wir können auch schreiben minus 2 Einzel, wie gerade eben auch. Das heißt, Aufstieg ist 2 oder minus 2 durch Fortschritt 1. Das heißt, in der Zeit, wo ich 1 nach rechts gehe, ist der Aufstieg minus 2. Nun, Aufstieg negativ, negativ Aufstieg heißt Abstieg. Das heißt, ich muss jetzt 2 nach unten gehen. Wäre hier an diesem Punkt. Ja, also immer, wenn man hier eine negative Zahl hat, also Steigung, wissen wir, die Gerade ist eine fallende Gerade. Und kann man immer sagen, okay, hier oben steht dann der Abstieg, nicht der Aufstieg. Okay, wir haben jetzt wieder die zwei Punkte und die können wir zu einer Gerade verbinden. Das ist unsere Funktion g von x gleich minus 2x plus 2. Nächstes Beispiel. Wir haben hier ein halb x plus 1. Nun, was steht vor dem x? Das ist ein halb. Das ist unsere Steigung m. Und wir haben den y-Achsenabschnitt b. Der ist gerade bei plus 1, also bei 1. Wir können also wieder ansetzen bei 1. Wir gehen jetzt durch die y-Achse. Das heißt, wir sind hier. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auf der Geraden liegt. Und dann wissen wir, Steigung 1 halb. Also Aufstieg 1, Fortschritt 2. Aufstieg 1 bis hier, Fortschritt 2. Dann wären wir etwa hier angekommen. Und hier die 2. Ja, man kann also hier wieder das Steigungsdreieck sehen. Das wäre gerade ein bisschen umgedreht. Macht aber nichts aus. Wir können dann hier das einzeichnen, die zwei Punkte bestimmen die Gerade. Das wäre in dem Fall h von x gleich 1 halb x plus 1. So kann man also Geraden zeichnen, wenn man die Gleichung hat. Nun, wie kann man erkennen, dass das lineare Funktionen sind? Das ist eine andere Aufgabe aus dem Skript. Man muss einfach schauen, ob das hier wirklich das x vorkommt. Also wenn wir diese Form haben, y gleich m mal x plus b. Immer wenn wir das haben, handelt es sich um eine lineare Funktion und um eine Gerade. Man könnte auch sagen, um eine proportionale Funktion, das heißt, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, geht es immer den gleichen Weg nach oben. Ja, das heißt, es ist immer genau die gleiche Steigung, es ändert sich nichts. Ob ich jetzt hier 1 nach rechts gehe, geht es genauso ein halbes nach oben, wie wenn ich von hier 1 nach rechts gehe, geht es auch um ein halbes nach oben. Das ist die Regel für eine lineare Funktion. Es könnte natürlich auch sein, dass wir später mal Funktionen aufkommen wie so etwas wie 2x hoch 2 plus 4x minus 3, so etwas.
Also immer wenn da x nicht nur ganz normal vorkommt, ohne etwas dazu, sondern x hoch 2 oder x hoch 3 oder so etwas, dann haben wir nicht mehr eine lineare Funktion, dann sehen die Funktionen wesentlich komplizierter aus. Am Schaubild kann ich es natürlich dadurch erkennen, dass ich einfach nur sehe, ob das wirklich eine Gerade ist. Das heißt, ob das wirklich ein durchgehender Strich ist oder ob da nicht irgendwo noch eine Welle drin ist, dann wäre es keine lineare Funktion mehr. Schaut doch mal auf der Homepage www.liorella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.